Ja, also die Spielidee ist, glaube ich, klar. Wieder mit Tieren, wir sind ganz eindimensional. Natürlich müssen wir auch Bilder liefern, die im Kopf bleiben und die schön sind. Das ist übrigens auch toll. Ich bin auch hier, ich bin schon länger und ich lerne hier. Ich finde es toll. Das war übrigens das Brauseburger Tor. 15 Sekunden. Dinge mal anders machen? Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes, CMO und CEO. Mhm. Sie haben für mich eine der schönsten Flanken aus der Sportwelt in die Wirtschaftswelt geschlagen. Das ist ja ein beliebtes Mittel. Welche? Ja, ich habe angefangen mit einem Zitat von Carlo Ancelotti, weil auch der Titel unseres Vortrages hieß Marketing als Spielidee. Und was verstehen wir unter einer Spielidee? Das hat Carlo Ancelotti eben sehr gut gesagt. Fußball ist einfach, eigentlich nur Verteidigung und Angriff. Verteidigung ist Organisation, jetzt übertragen aufs Marketing, verteidigungsfähiger Vorteil. Und Angriff ist Talent und Kreation. Und jetzt das Zitat von ihm. Ich will die Kreativität nicht durch zu viel Kontrolle trüben. Ich mag vor allen Dingen den Ausdruck mit dem Trüben. Denn das ist das, was ja oft tagtäglich passiert. Das ist nicht irgendwie, dass einer sagt, ich will keine Kreativität, sondern dass sich so ein Mehltau über das Verhältnis zum Konsumer legt. Und wir glauben, wir sind auch dazu da, interessante Sachen für den Verbraucher zu machen. Jetzt, und wie übersetzen Sie das in Ihre Tätigkeit jetzt als CMO? Wir sind ja heute am Markenkongress, das Marketing ja sehr nah. Ja, ja. Also am Beispiel von Katjes kann man das, glaube ich, am besten. Wir unterscheiden uns ja von unseren Wettbewerbern dadurch, dass wir überhaupt keine Gelatine einsetzen. Also keine Schweinegelatine, das sagt es schon. Ist eigentlich untypisch, dass überhaupt in irgendeinem Bonbon, aber in allen Fruchtgummis sonst ist das so, tierische Bestandteile haben und wir haben das beseitigt, ersetzen das im Wesentlichen durch Stärke und auch ein spezielles Verfahren. Das ist das, was ich als verteidigungsfähige Eigenschaft bezeichne. Das Marketing beginnt in der Fabrik und mit dieser Besonderheit. Und jetzt könnten wir, wenn wir das als Spielidee sehen, das zum Verbraucher so spielen, dass wir da blutende Schweinehälften zeigen und die ganze Trübnis, die dahinter steht. Wir sind aber in einer fröhlichen Kategorie, in einer Genusskategorie und der Genuss würde auch darunter leiden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, positiv darum zu gehen, eher mit einer positiven Aussage, zum Beispiel jedes Leben ist wertvoll, wenn man vegan ernst meint. Wir wenden uns natürlich nicht nur an Veganer, aber alle, die es als überflüssig finden, Schwein auch noch für Bonbons zu verwenden. Ne? Und damit machen wir mit Plakaten, aber auch mit vielen erfreulichen Bildern digital. Meistens sind es Tiere, in dem Fall oft Tiere, die auf Lebenshöfen leben, weil wir glauben, das spiegelt beides wider. Die Tierliebe, aber auch, dass das Leben wertvoll ist. Kreativität niemals durch Kontrolle einschränken. Das ist eben dieses Ancelotti-Zitat auf die Offensive im Fußball jetzt umgemünzt. Jetzt ein weiteres Bonmot, das ich aufgenommen habe, ist Idee in einem Wort. Ja, bei Katjes ist das ganz simpel, ist einfach vegan. Ja, so. Wir glauben auch, dass wenn man mit einer Agentur redet, da gibt es ja alle, viele haben das ja so gelernt, ich auch, ja, da muss man so ein Positionierungssheet und für die Agentur ein Briefing schreiben und Reason to Believe, Reason Why, Benefit und so weiter. Das schränkt, wenn man das alles reinschreibt, das ist ja technisch und jeder sagt, toll, habe ich gelernt, mache ich so, aber es schränkt die Kreativität ein. Es ist viel besser, und kommt auch meinen meisten Kreativen überhaupt nicht an, verwirrt die nur. Es ist viel besser, es gibt ein Wort und dann weiß man schon, in welcher Gedankenwelt ich sein muss. Und bei Veganen gibt es so eine Assoziation wie Tierliebe ist eine ziemlich naheliegende. Die kann aber ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Ansätze. Jetzt, Sie haben auch den Satz gesagt, die TV-Nutzung geht zurück. Und Sie setzen hier sehr stark auf die digitalen, sozialen Medien, auch Instagram, TikTok, auch YouTube. Vielleicht Ihre Erfahrungen daraus und was es eben bedeutet für eine Marke wie Sie. Ich liebe das. Das ist viel besser als früher. Ich mache das ja schon länger. Ich habe auch früher Milka in Deutschland gemacht.
Und da haben wir so viele Tage gehabt, da haben wir einfach Fernsehen zugeknallt. Es gab ja auch viel weniger Sendungen. Und das war im Grunde ein Beschallen. Ja? Heute ist es andersrum. Wenn Sie bei Insta ausgespielt kriegen nach Ihrem Algorithmus, dann kommt ja irgendwo dazwischen auch Werbung, wenn Sie in der Zielgruppe sind. Bei uns sind das Frauen zwischen 19 und 39. Und Sie müssen mit dem ersten Bild schon das Weiterscrollen stoppen. Der größte Lifehack im Internet ist, poste interessantes Zeug. Ja. Nicht rein technisch denken, poste was Interessantes. Und darum bemühen wir uns. Und deswegen ist auch gerade dieses mit der Tierliebe und Tiervideos, damit fangen wir immer an. Ja? Und das wollen Leute sehen, das passt auch nachher gut zu einer Genusssituation. Ja, das ist ja auch ein mutiger Widerspruch, vegan und mit Tieren begehen. Nee, im Gegenteil, wir schlachten die Tiere ja nicht. Wir sind da und benutzen sie auch nicht, außer zum Schmusen. Ja? Aber mutig ist dennoch das Thema. Sie haben auch in der Plakatwerbung eine sehr mutige Sujet gelauncht, dafür auch einen Shitstorm, noch etwas mehr eingeheimst, diese Story vielleicht. Ja, wir haben zwei sehr bekannte Plakate gemacht. Wir haben während Corona plakatiert, eine 107-Jährige, aber eine sehr würdige Frau, und drüber geschrieben, jedes Leben ist wertvoll. Hat viel Diskussion ausgeräumt, aber eher positiv, muss ich sagen. War absolut kein Shitstorm. Wir haben aber auch, um diesen Punkt klar zu machen, dass alle die kein Schwein essen wollen, bei uns richtig sind, eine Muslima plakatiert. Das hat einen richtigen Shitstorm gebracht. Das haben wir aber nicht gemacht, um irgendwelche rechten Parteien zu verwirren, sondern um dieser Zielgruppe klar zu sagen, bei uns seid ihr davor sicher. Jetzt habt ihr dennoch, wie sagt man, die Ausnahme, welche die Regel bestätigt, jetzt im Mediamix. Ihr werdet zum Eröffnungsspiel Deutschland, Schottland einen Spot haben. Welche Geschichte ist das? Ja, das ist der gleiche, den ich hier gezeigt habe, mit dem Alpaka. Dinge einfach mal anders machen. Natürlich fängt es auch wieder mit dem Tier an. Und vor allem, dass nett aussieht. Dinge mal anders machen? Genau, meins. Deshalb nasche ich vegan. Und Katjes. Denn die lieben Tiere genau wie ich. Schmeckt mir einfach besser. Katjes, so schmeckt vegan. Dass wir auch nicht essen. Wir sind in den letzten beiden Spots drin, haben wir schon länger dran gedacht. Auch wenn unsere Zielgruppe ja weitgehend aus dem linearen Fernsehen rausgeht, dann, wenn es wichtig ist, wie jetzt Eröffnungsspiel in Deutschland, ja, da müssen wir auch Größe zeigen. Und da erreiche ich sie. Ja, die meisten, die sonst sagen, linear gucke ich nicht. Und ZDF schon gar nicht. An dem Tag gucken viele auf ihrem Fernseher nach, wo ist denn dieses ZDF? Jetzt zum Schluss eine Botschaft an unsere Leser, Zuseherschaft, muss man hier sagen, der Schweizer Marketing- und Werbebranche. Eine Botschaft? Ja, ich hatte ja das Vergnügen, hier vorher Veleda, den Schweizer Tourismusverband, und hinterher noch ON zu erleben. Ich liebe solche Veranstaltungen, wo ich wahrscheinlich mehr lerne als unsere Auditorium von mir. Vielen herzlichen Dank. Okay. Ja, also die Spielidee ist, glaube ich, klar. Und das Überraschende ist, die ist unbesetzt. Die gibt es bisher nicht. Ja, und das Symbol für diese Kühlung ist schon, das haben wir nicht erfunden, aber wir vermarkten es jetzt, der Eisbär. Überraschung, ein kühlendes Symbol. Wieder mit Tieren, wir sind ganz eindimensional. Ja. Sie sehen auch gleich den Spot, rat mal, was da auftritt. Über die Luft der Arktis, wie Kuspenbonbons mit kühlendem Menthol. Das ist übrigens auch toll. Ich bin auch hier, ich bin schon länger und ich lerne hier. Ich finde es toll, dass noch hier die Tier farmt. Will sich noch mal jemand das angucken und hinfahren? Ja. Das war übrigens das Brauseburger Tor, das zu 90% aus Ahoi Brausepulver besteht. Das ist doch verrückt, oder?
spinnig. Ja, mit diesen schönen Worten, spinnig, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.